bei Crash Academy, heute im Schiffguide mit einem Flight-Test, und zwar dem versprochenen Flight-Test zur Freelancer. Wir haben das jetzt losgekoppelt von der generellen Folge zu dem Schiff, damit wir so ein bisschen die Aktualität und die Sachen getrennt aufnehmen, die zeitlos sind. Genau, denn ihr müsst wissen, bei jedem Patch verändert sich natürlich das Balancing. Von daher, denkt daran, wenn ihr diese Flight-Tests seht, dass es sozusagen immer dass ihr den aktuellen Patch mit einbezieht, denn beim nächsten Mal kann es sich schon wieder anders entwickeln, und das haben wir jetzt bei den letzten Guides auch immer wieder gemerkt. Daher wollen wir sagen, los geht's zur Freelancer. Los geht's. Vorweg gesagt, es ist so, dass wir natürlich diesen Transporter jetzt im Arena Commander Umfeld getestet haben. Das heißt, wir finden hier Gegner vor, die vielleicht der Freelancer deutlich überlegen sind als Transporter. Das ist bitte zu entschuldigen vorweg, ganz förmlich. Weil Arena Commander ist halt zurzeit die Testumgebung, die die Spielrealität abbildet. Ja, so ist es. Also das bedeutet, wir haben hier einen Transporter, der vielleicht nicht dafür gedacht ist, gegen zwei Super Hornets anzutreten. Aber dementsprechend müssen wir ihn jetzt gerade daran bewerten. Also das jetzt erstmal als Präambel, und von da aus legen wir jetzt mal los. Denn ein paar Sachen gibt es, die sich auf jeden Fall unabhängig, gegen wen man kämpft, auch zeigen. Und das ist erstmal das Cockpit. Tja, Cockpit, muss ich sagen, auch wenn es sehr hübsch aussieht, wenn man drin sitzt und fliegt, dann stellt man fest, es ist wirklich verbaut. Ja, man hat durch diesen Spalt vorne einen schlechten Überblick. Auch wenn man ein vollständiges HUD vorfindet, dann ist das irgendwo, fügt sich dieses HUD nicht so gut ein in das Cockpit. Viel Sichtbereich bleibt nicht übrig. Da überlagert sich das HUD auch mit der Cockpit-Verkleidung. Und das ist irgendwo, finde ich, ja, dient nicht der Übersichtlichkeit, was ja ein HUD eigentlich dann auch im Kampf gewährleisten soll. Dann auch das 3D-Radar am Blickfeldrand, weil man sitzt ja nicht zentral im Schiff oder man sitzt nicht auf der zentralen Achse. Auch das wird schnell beim Dogfighting übersehen. Und MFDs, naja, da würde ich eher sagen, so wenn später die Oculus soweit ist, dann ist es vielleicht ganz praktisch, die MFDs anzuschauen. Die sind aber eher nicht einsichtbar beim Fliegen. Ja, das ist natürlich klar. Die sind so weit ausgebracht, dass man wirklich zur Seite gucken muss. Und da muss man jetzt natürlich immer eine Tastenkombination für benutzen. Ist jetzt nicht sehr sinnvoll. Auch wie Wiesen schon sagt, die Panzerschlitze, wie ich sie immer nenne, durch die du da durchguckst, die bieten natürlich keine sehr gute Übersicht. Das ist sehr, sehr klar. Und von da aus gehen wir jetzt auch schon direkt zum nächsten Punkt, nämlich zum Flugverhalten. Und wie auch schon in unserem Starship-Guide angekündigt, sie fliegt sich relativ behäbig, die gute Freelancer. Also man muss sagen, so Pitch und Yaw sind wirklich sehr träge. Es macht natürlich, wenn man jetzt zielt und ein Gegner ist auf Distanz, dann geht es. Man ist relativ präzise, weil das Schiff schlackert nicht, es ist nicht instabil in der Steuerung. Aber wie gesagt, der Anschlag bei der Steuerung ist sehr, sehr träge. Auch das Rollen könnte viel schneller funktionieren, aber da scheinen die Manöverdüsen nicht auszureichen, und der Boost ist dann auch nicht in der Lage, das Schiff im Übergang, ob es Strafing ist, ob es Rollen ist, schnell den Kurswechsel zu vollziehen. Ganz im Gegenteil, man hat immer diese Trägheit der Masse im Gefühl, man spürt, man fliegt ein Transporter, und dazu kommt noch, wenn man sich überlegt, dass die Masse später wahrscheinlich mit Ladung entscheidend noch zunimmt, dann wird dieses Schiff noch viel größere Schwierigkeiten kriegen, Manöverwechsel, Richtungswechsel schnell vorzunehmen. Strafing oben und unten ist eine Qualität des Schiffes, wahrscheinlich wegen den schwenkbaren Antriebsaggregaten so. Aber auch das ist jetzt nicht mit einem Jäger oder auch mit anderen Schiffen wie einer Conny vergleichbar. Man hat das Gefühl, man ist bei solchen Manövern, beim Ausweichen, immer etwas langsamer als die anderen. Ja, da kann man also wirklich schon mal als Zwischenfazit runterziehen, für den Dogfight geeignet ist das Schiff nicht. Gut, das war uns im Grunde genommen auch klar, dass es ein Transporter ist und eben dafür nicht gedacht ist, natürlich direkt im Dogfight zu bestehen. Aber man muss natürlich sich auch verteidigen können, gerade wenn man alleine im tiefen Weltraum, wofür das Schiff ja gedacht ist, auch unterwegs ist. Und da kommen wir jetzt zu den Offensivqualitäten. Die haben dann schon ein bisschen mehr zu bieten. Ja, natürlich. Die starke Primärbewaffnung mit den vier seitlich vom Cockpit sozusagen vorne an der Schnauze angebrachten Tarantula, die GT870 Mark III, die wirklich einen ordentlichen Punch austeilen. Das kann man nicht anders sagen. Ein paar Treffer reichen schon aus, um durch Schilde und Rumpf durchzukommen. Das war gerade auch jetzt, wenn wir die Freelancer für die Navy getestet haben, schon sehr deutlich. Wenn du es schaffst, alle vier Waffen auf ein Ziel auszurichten, zwei, dreimal am Joystick gezogen, und das macht paff. Also da ist wirklich ganz, ganz schnell Feierabend. Man hat natürlich jetzt noch einen kleinen Turm hinten drauf, mit Size 1 Bearing-Lasern, M3A-Laser. Die sind jetzt tatsächlich halt wahrscheinlich, um Feinde halt abzuwehren, die einem folgen so.
Aber auch die vermissen dann die nötige Feuerkraft in meinen Augen. Aber vielleicht verschafft es einem Kapitän dann etwas Zeit. Ja, zum Beispiel, um im Zweifelsfall den Quantum Drive zu aktivieren und hochzufahren. Was das Schiff noch mitbringt, ist natürlich eine große Raketenlast. Also wir haben 12 Raketen an Bord, die wir natürlich gut einsetzen können, gerade um Gegner, auch gerade Dogfighter und schnellere Jäger, uns vom Hals zu halten. Allerdings muss man die sehr, sehr gut einsetzen, damit sie auch wirklich ihre volle Effektivität ausfeilen können. Das bedeutet, man muss gut üben, dass man sie aufs Ziel kriegt. Und unter Umständen hast du gesagt auch, man sollte danach rüsten, ne, was die Raketen angeht. Also die Ignite 2 Raketen Heatseeker würde ich zurzeit gegen Tempest austauschen, beispielsweise, die auch Cross-Section aufgeschaltet werden und besser Ziele verfolgen. Das wäre so eine Möglichkeit. Definitiv aber muss man damit üben und den richtigen Abfeuerzeitpunkt wählen. Den kann man mit viel, viel Übung auch rausfinden für jede Rakete. Da gibt es immer einen Sweet Spot, wo man halt dann wirklich abfeuert und dann dreht sich der Gegner wieder zu einem hin, fliegt auf einen zu und die Reaktionszeit wird zu kurz. Aber das ist halt wirklich Training gefragt, um sowas zu lernen. Ja, definitiv. Was auch damit reinspielt in die Offensiveigenschaften, ist eben dieses panzerschlitzartige Cockpit mit der Sichtlinie. Das bedeutet, wenn man einen Gegner aufgeschaltet hat, verschwindet er halt ultraschnell außerhalb des richtigen Fensters. Das heißt, er verschwindet hinter der Cockpitverkleidung oder eben über dem Dach. Das heißt, man sieht ihn zwar noch im HUD angezeigt, aber man hat überhaupt keine Ahnung mehr wirklich, wie er sich jetzt abhebt von den restlichen MFDs, die man unter Umständen hat, den restlichen Bildschirm und dem HUD. Das heißt, es macht sehr, sehr schwierig, einen Gegner wirklich zu verfolgen. Ne? Und auch da noch ein kurzer Beweis darauf, man sollte tatsächlich Couple Aim to Move fliegen, Waffen nicht loggen, weil sonst hat man noch weniger Chancen, den Feind im Blick zu behalten. Da ist tatsächlich dann jetzt ein gutes Fliegen gefragt, um den Gegner immer zu sehen und den auch immer im sichtbaren Bereich zu behalten. Das erfordert auf jeden Fall viel Übung. Jetzt nochmal zu den Defensiveigenschaften des Schiffes. Ausweichmanöver würde ich sagen, Fehlanzeige. Im nahen Dogfight, im Kurvenkampf, habt ihr keine Chance, eine Saber auszumanövrieren oder sogar eine Conny. Also, Ausweichmanöver sind da nicht euer Schutz. Ihr müsstet euch eher so ein bisschen auf die robustere Hülle verlassen. Schilde, die sind halt auch, sag ich mal, relativ schnell weg. Dazu kommt noch, dass die Täuschkörper unserer Meinung nach mit den 16 Stück Kanister pro Seite sozusagen, also pro Art von Täuschkörper, sehr, sehr sparsam gesät ist. Also da wird man eigentlich deutlich mehr brauchen, unserer Erfahrung nach. Gerade wenn man sich überlegt, dass man unter Umständen weit ab von jeglicher Möglichkeit des Nachschubs oder einer Basis entfernt unterwegs ist, ist es relativ rar gesät. Was eben ein Pluspunkt ist von dem Schiff, ist nach wie vor die Hülle und dementsprechend auch tatsächlich, dass es sehr, sehr lange braucht, um das Schiff wirklich endgültig zu zerstören. Aber die Frage ist, endgültig zerstören, ob man es jetzt daran bewerten will, denn wenn ich alle Waffen verloren habe und im Endeffekt schon das eine Triebwerk auch den Geist aufgegeben hat, ist ja eben die Frage, ob es sich dann noch lohnt. Also gerade im Kampf ist es dann eben sehr, sehr schwierig. Und jetzt hast du noch ein paar Input für die Leute, ein bisschen Input in Richtung Taktik. Also ich habe es ein bisschen getestet und habe überlegt, okay, was mache ich denn, wenn ich jetzt in so einem Schiff sitze und dann plötzlich Hornets kommen oder halt Saber kommen. Und da muss ich sagen, so, wenn ich jetzt im Burst unterwegs bin, meine ich natürlich den Kampf, ja, wenn das geht, gegen reine Dogfighter, die mir eindeutig überlegen sind. Solche Gefechte sollte man erstmal meiden. Oder man hat vielleicht einen Rear-Gunner dabei oder man hat eine Fighter-Eskorte und dementsprechend verhalte ich mich auch defensiv im Kampf. Deswegen mein Tipp an euch, wenn jemand, ein Gegner auf euch zukommt, fliegt nicht auf ihn zu, lasst ihn nicht nahe kommen, fliegt rückwärts. Haltet Abstand zu den Gegnern, dann habt ihr mehr Reaktionszeit, ihr könnt den Gegner besser im Mittelpunkt des HUDs behalten, ihr könnt besser auf ihn schießen, rückwärts fliegen, mit der Rückwärtskamera beispielsweise, das üben oder wenn man das sogar noch verschärfen will, rückwärts und nach unten fliegen, den Gegner dazu zwingen, dass er einem folgt, dann habt ihr deutlich bessere Zeit, um die Gegner abzuschießen und der Gegner kann euch auch nicht sofort überschießen und sich hinter euch hängen. Ja, genau. Also ich glaube, ihr nennt das im Fighter Command immer so schön ansaugen. Das heißt, den Gegner tatsächlich, quasi das Schiff entkuppeln, rückwärts fliegen lassen, Schilde nach vorne legen, dann den Gegner wirklich sehen, dass man ihn in das Fadenkreuz der Tarantulas bekommt und eben die Raketen dazu einsetzen. Dann habt ihr vielleicht eine ganz gute Chance, dem zu entgehen und zumindest so viel Schaden zu machen, dass er erstmal abdreht, um euch dann eine neue Position zu suchen und dann gebt Stoff, denn ihr wollt ja eure Ladung schützen. Dafür ist die Freelancer nun mal gebaut. Und nicht das Dogfighting bestreiten, aber du hast was Wichtiges gesagt. Schilde. Natürlich müsst ihr euch die Schilde irgendwo hinlegen, dass ihr sie beim Kampf auch taktisch einsetzen könnt. Dass ihr die Schildfelder verschieben könnt, dass ihr halt Schwächen im Schild sofort kompensiert, indem ihr sie verschiebt.
das wäre auf jeden Fall noch ein sehr, sehr wichtiger Tipp, damit ihr sofort quasi auf ja, Schwächen reagieren könnt. Ja, dementsprechend können wir also wirklich nochmal als Zusammenfassung sagen, es handelt sich hier um einen Allrounder, es handelt sich um ein Schiff, was tatsächlich für den zivilen Zweck gebaut ist, das heißt, sie kann einiges einstecken, ist aber auch dann eben nicht in der Lage, in einen richtigen Dogfight zu bestehen, ist auch nicht der Sinn der Sache, sondern ihr wollt eure Ladung schützen, holt euch eine Eskorte dazu, das ist meiner Meinung nach immer noch die beste Variante, um das Schiff gut ans Ziel zu bringen und damit werdet ihr dann auch Erfolg haben mit der Freelancer. Im Dogfight alleine nicht so sehr. Gut, ja, also das war unser Flight-Test jetzt aktuell zum Patch. Was haben wir jetzt aktuell? 2.3? Genau. Dementsprechend werden wir es auch aktualisieren, wenn sich dort was ändert. Ihr könnt euch könnt uns auch gerne reinschreiben, wenn ihr dann eine Änderung findet und sagt, hier hat sich die Geschwindigkeit verändert, irgendwas. Schreibt es uns in die Kommentare und auch natürlich, wie ihr die Freelancer vielleicht einsetzt und wie ihr sie wahrnehmt. Ansonsten liked und disliked das Video und abonniert den Channel. Schaut mal in den Starship Guide zu der was sind wir? Freelancer sind bei uns. Genau, Freelancer. Freelancer. Genau, so ist es. Schaut da mal rein und ansonsten, wenn ihr uns als Creator von YouTube unterstützen wollt, dann geht doch mal auf unser Patreon-Profil. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Weezen und Sawyer verabschieden sich mit einem gemeinsamen See you on the flight deck!